Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Special-Folge, die ich mir für euch überlegt habe. Besser gesagt, auf die Idee bin ich gekommen durch einen anderen YouTube-Kanal von einer guten Freundin von mir, von der Booksy-Page. Die hat ihre Lieblings-Büchercover vorgestellt und ich habe mir gedacht, hey, das kann man doch auch ganz gut für Videospiele machen. Und ja, jetzt stelle ich euch einfach mal meine Top 10 der Videospiel-Covers vor. Ja, dafür habe ich einfach mal mein Regal durchforstet, meine Steam-Liste angeguckt und habe dann halt mir die ja, auffälligsten direkt mal rausgeschrieben, die mir direkt eingefallen sind auch. Und nach bestimmten Kriterien das Ganze dann bewertet. Am Anfang hatte ich noch eine Liste von, ich weiß nicht, 30, 40 Covern. Und am Schluss kamen dann halt die Top 10 raus. Und Kriterien waren unter anderem, ja, wie mir das Cover auf den ersten Blick sofort zugesagt hat, ob es ansprechend war, ob es direkt neugierig gemacht hat. Dann natürlich auch, ob das Cover überhaupt zum Spiel passt. Ob direkt irgendwie die Atmosphäre des Spiels rüberkommt, vielleicht sogar schon ein Stück weit die Geschichte klar wird. Und ja, allgemein, wie kreativ das Cover eigentlich gestaltet ist, farblich, ob es schön ist, ansprechend, ja, alles sowas. Und ja, daraus entstand dann meine Top 10 für euch und die zeige ich euch jetzt einfach mal. Auf Platz 10 hat es gerade noch so der Spielehit To the Moon geschafft, der ja mit seiner wunderschönen emotionalen Story auch ein gleichwertiges Cover liefert, das sehr aussagekräftig ist, da es einfach mal schon die Geschichte sozusagen auf einen Blick auf dieses Cover erklärt und sofort neugierig macht. Man liest halt den Titel To the Moon, man sieht den Mond im Hintergrund, eine Rakete, die hinauffliegt und die beiden Wissenschaftler im Vordergrund. Ich fand, das passte einfach super zur Story. Macht sofort, wie gesagt, neugierig auf das Spiel. Mich hat es das jedenfalls sofort gemacht und deswegen verdient auf Platz 10. Platz 9 war gar nicht mehr so einfach zu besetzen. Ich musste echt lange hin und her überlegen und hätte es eigentlich gerne höher gestellt, aber nach meinen Kriterien ist es dann doch nur auf Platz 9 gelandet, und zwar Final Fantasy. Ja, das Cover zieht sich durch so ziemlich alle Spiele durch, zumindest die, die in der Reihe dazugehören. Ja, wir schließen jetzt mal Spiele wie Typ 0 HD aus, aber wie man sehen kann, ich habe hier mal ein paar rausgesucht. Nummer 6. Nummer 7, Nummer 8, Nummer 9, Nummer 10, Nummer 10-2. Und ich könnte jetzt endlos so weitermachen, aber hierbei lassen wir es mal gut sein. Also das Cover hat auf jeden Fall Wiedererkennungswert. Wenn man im Laden steht und es sieht, dann weiß man sofort, das ist Final Fantasy, ohne groß drüber nachdenken zu müssen. Anhand dieses, ja, einfach, dass alles weiß ist und in der Mitte eben nur der Schriftzug ist, und ein kleines Bildchen. Ich finde das Cover einfach super. Mich hat es seit meiner Kindheit begleitet und ja, man sieht zwar nicht, was einem Spiel erwartet so wirklich, aber es ist schlicht und irgendwie doch kreativ, finde ich. Also mir hat es bisher immer gefallen. Ich bin sofort neugierig geworden, als ich dieses Cover gesehen habe im Laden das erste Mal. Und es hat sich gelohnt, dieses Spiel zu kaufen. Jedes dieser Spiele. Und deswegen Platz 9. Auf Platz 8 hat es ganz locker Resident Evil 4 geschafft. Ja, das Cover spricht für sich. Rot-schwarz, ein bedrohlicher Wald, ein bedrohlicher Mann, der dasteht. Also, was will man da erwarten? Natürlich ein tolles, blutiges Horrorgemetzelspiel. Und das hat man auch bekommen. Also zumindest hatte ich damals echt Angst, als ich dieses Spiel gespielt habe. Und ich habe es, ich denke, das war das erste Spiel, das ich von Resident Evil gespielt habe. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich glaube schon. Und das Cover hat mich auf jeden Fall direkt überzeugt beim Kauf. Und tut es auch immer noch. Also ich kriege Angst, wenn ich das Cover sehe. Und von daher Platz 8. Auf Platz 7 landet überraschenderweise Gravity Rush, ein Indie-Game, das ja durch das Cover wirklich überzeugen kann schon, indem es einfach schon die Geschichte so ein bisschen verrät. Außerdem eine wunderschöne Farbwahl, finde ich. Und die einfach, wie es gestaltet ist, hat mich sofort angesprochen. Und das muss man einfach mitnehmen, finde ich. Auch wenn man noch gar nicht weiß, worum es eigentlich geht. Auf Platz 6 landet The Vanishing of Even Carter, ein sehr mysteriöses Spiel, dessen Cover auch perfekt zu der Stimmung im Spiel direkt passt. Wir haben hier in der Mitte dieses farbige, tolle, was uns einfach nur hineinziehen will, schon fast. Und drumrum dieses düstere mit den Totenschädeln da unten. Also ich finde, es passt einfach super zum Spiel, und macht direkt Lust auf Spielen. Also als ich das gesehen habe, musste ich sofort haben und die Grafik, auf dem Cover ist auch kein Trugschluss, da die Grafik im Spiel ja auch einfach genauso wunderschön aussah. Also verdienter Platz 6.
Auf den oberen Plätzen wurde es tatsächlich schon langsam schwierig, sich noch zu entscheiden, wer jetzt nun vor welchem Cover noch liegt. Aber Platz 5 hat dann doch Limbo bekommen. Es ist ein wunderschönes Cover, finde ich. Diese Schwarztöne mit dem Wald und der kleine Junge, den man einfach nur in dieses Licht bringen möchte, dem man einfach nur helfen möchte, aus diesem düsteren Wald rauszukommen. Ja, es beschreibt einfach komplett das Spiel. Es sieht super aus. Man will sofort rein in diesen Wald und den Jungen, wie gesagt, einfach nur retten. Und deswegen Platz 5. Ja, auf Platz 4 ist Diablo 3 gelandet. Wer sich jetzt fragt, warum denn nicht auf Platz 1? Ja, das habe ich mich erst auch gefragt. Also ich hätte gedacht, als ich die Liste erstellt habe, dass garantiert Diablo 3 für mich auf Platz 1 landen wird, da es einfach einer meiner großen Cover-Favoriten ist. Jedoch beim Durchgucken habe ich dann doch noch drei gefunden, die ich noch einen Tick besser fand als dieses Cover. Auch wenn Diablo natürlich immer schöne Covers macht, schlicht einfach, aber doch dieser stechende Blick, der einen fixiert und ja einfach nur sagt, komm, spiel mich, wage es, fordere mich heraus und besiege mich. Ja, das ist einfach ein verdienter Platz 4, würde ich sagen. Auf Platz 3 hat es wirklich ganz, ganz, ganz knapp Dead Island geschafft. Es war eine ganz, ganz schwere Entscheidung zwischen Diablo 3 und Dead Island 1, aber das Cover hat mir dann doch so gut gefallen, einfach aufgrund der Stimmung, die man auf diesem Cover wahrnimmt. Also diese blutigen Zombies in dieser, ja, an diesem Strand mit Palmen im Hintergrund, das fand ich einfach so einen geilen Kontrast, auch als ich es damals schon gesehen habe. Ich musste es unbedingt haben, obwohl es ja hier indiziert war, also man durfte es ja nicht haben, aber ich habe es mir trotzdem besorgt und gespielt. Und ja, das Spiel hat leider meine Erwartungen des Covers nicht getroffen. Ich fand das Spiel nicht so doll, muss ich dann ehrlich zugeben, hat sich nicht so gelohnt. Aber das Cover war super. Es hat das Spiel auf jeden Fall übertroffen. Auf Platz 2 landete ganz souverän Heavy Rain. Ein super Spiel und ja, ein super Cover dazu, muss ich sagen. Da passt einfach beides. Wir haben hier sofort eine, ja, so ein bisschen so kleine Horrorvorstellung, wenn wir das Cover sehen. So ein bisschen Psycho wird auch sofort klar und genau das erwartet uns im Spiel. Ich finde, passender kann ein Cover gar nicht mehr sein zu dem Spiel. Also von daher der verdiente Platz 2. Und schließlich landet auf meiner Top-10-Liste der besten Covers auf Platz 1 Bioshock 2. Ein Cover, das einfach Angst macht. Ja, viel mehr braucht man dazu gar nicht sagen. Es macht Angst, es ist bedrohlich. Big Daddy und Little Sister gucken dich an und wollen dich einfach nur töten und fast schon aus dem Cover rausspringen. Der Riss, auch ein echt nettes Detail, dieser kleinen, dieses zerbrochene Glas-Display da am Rand, als wären sie schon dabei, dich gleich zu holen. Also passt zum Spiel auf jeden Fall. Die bösesten Charaktere sind da. Was soll man dazu noch sagen? Einfach ein tolles Spiel, ein tolles Cover und ein verdienter Platz 1. So, und das war's dann auch schon mit meiner persönlichen Top 10 der Spiele-Covers. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht zuzugucken. Und vielleicht seid ihr ja sogar mit mir einer Meinung, was meine Videocover, also meine Lieblingscovers angeht. Falls ihr jedoch anderer Meinung seid und andere Covers auf Platz 1 zum Beispiel gesetzt hättet, dann könnt ihr einfach mal in die Kommentare schreiben, welche Covers euch dann so am liebsten gefallen haben bisher. Und ja, jetzt würde ich einfach zum Abschluss nochmal die meine Top 10 durchgehen und euch nochmal alles ein bisschen zeigen. Also, mein Platz 10 war To the Moon. Platz 9 war die Final Fantasy-Reihe, hier speziell Teil 10. Platz 8 war Resident Evil 4, was sich gerade zurzeit leider nicht in meinem Besitz befindet, ich euch also leider nicht zeigen kann. Auf Platz 7 war Gravity Rush, das ich oft in der Steam-Liste habe, also auch nicht euch zeigen kann. Auf Platz 6 jedoch The Vanishing of Even Carter. Auf Platz 5 Limbo, das ich euch auch nicht zeigen kann, weil ich es ebenfalls in der Steam-Liste habe. Auf Platz 4 dann aber Diablo 3. Ja, auf Platz 3 Dead Island. Auf Platz 2 Heavy Rain, das ich leider gerade verborgt habe und wahrscheinlich auch nie wiederbekommen werde. Und auf Platz 1 natürlich Bioshock 2. So, und das war's dann auch schon. Ich verabschiede mich von für heute von euch und hoffe, diese kleine Special-Serie hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr mir auch Bescheid sagen, dann mache ich vielleicht noch so ein paar kleine Special-Folgen mal so zwischendurch. Also, bis dann!